Ich denke, es wird sich wieder ein bisschen mehr aufsplitten. Also jetzt nicht extrem, aber die Entwicklung im Mirrorless-Bereich finde ich extrem spannend, dass wir jetzt eigentlich wie zwei Lager haben, das Vollformat und die kleineren Sensoren. Und darum glaube ich eigentlich, dass die Entwicklung vor allem für den Fotograf spannend sein wird, weil die Technologie dahinter wird immer mehr in den Hintergrund treten. Und meine Einschätzung davon ist, dass eigentlich durch das auch die Marken weniger wichtig werden und mehr wieder der Content im Vordergrund steht und was du mit der Kamera eben machst, nicht was die Kamera ist, dass du anfängst personalisieren und deine Kamera halt auch wieder gerne haben willst. Und wer bist du? Ich bin Christoph von Holzgriff. Ich bin so einer, der die Kamera eben wieder personalisiert und auch wenn sie klein ist, wieder eine Möglichkeit geben, um sie zu heben, wie ich sie will und wenn ich das will.